Hello and welcome to Farm TV, your online magazine with the latest news about GIA Farm Technologies. Organic dairy farming, automation and total solutions by GIA Farm Technologies. Is that still an unusual combination up to now? An intriguing question which we will look at during this Farm TV episode. In order to do so, we will visit the dairy farm of the Van Sandbrink family in the Netherlands. There we will find out how the farmers produce the same amount of milk as before with only one-third of the former work input, thanks to the total solutions concept of GIA Farm Technologies. 1 year ago there was still an old barn from 1974 with 65 boxes right behind me, but last year the family Van Sandbrink has decided to change it completely. Together with GIA Farm Technologies, a modern organic dairy farm with a generous freestall barn has been designed. Today there's room for up to 120 cows here. The milking, feeding and cleaning takes place fully automatic. And the cows still get out on the pasture regularly, despite or precisely due to the modern technology. The organic dairy farm offers a natural animal husbandry. In addition to the pasture, the modern freestall meets all guidelines of ecological animal husbandry. Sufficient daylight and fresh air, dry and large cubicles, and free ways to fresh water and food grown organically. So, wir sprechen jetzt mit der Inhaberin Thekla Van Sandbrink. Da ist sie auch schon. Frau Van Sandbrink, hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag, ich störe gerade mal kurz bei der Fütterung. Geht durch. Frau Van Sandbrink, warum haben Sie denn Ihren Melkbetrieb auf Automatisierung umgestellt? Wir hatten den Wunsch, um mit den Robots zu milchen. Das war ein Wunsch, den wir lange haben, Wim und ich. Und wir waren jetzt in die Gelegenheit, um einen neuen Stall zu bauen. Aber wir wussten nicht gut, wie wir das sollten machen sollten. Was unser Wunsch war, um in zwei Gruppen zu milchen. Und deswegen sind wir auch bei Westfalia zusammengekommen. Weil sie in Gruppen können melken, die Kühe bis 60 Tage und lange dann 60 Tage. Mhm. Und den Robot war eine Wahl, weil wir zusammen den ganzen Betrieb machen. Es ist viel Arbeit und den Robot, dachten wir, nimmt aus viel Arbeit aus Händen und das macht er auch. Und die automatische Fütterung ist im Weg zu den Plänen von den Stall gekommen, weil dann fragt man sich auf, wie geht man füttern, wie geht man die Stall einrichten. Deswegen haben wir so viel geautomatisiert. Okay, das hört sich alles sehr spannend an. Wollen wir mal reingehen und gucken? Sie fühlen mich ein bisschen rum? Ja. Okay, super. This barn has been planned and implemented by GIA Farm Technologies in accordance to the needs of the family Van Sandbrink. As total solutions provider, GIA offers everything that belongs to a well-thought-out barn concept from one single source. In doing so, the competences in the field of milking, manure and cooling technology, as well as in barn equipment, complement each other. The individual barn areas are adjusted precisely to the specific needs of the cows during the different milking phases. For example, the calving boxes are located very close to the milking center. There is a large area filled with lots of straw for special need cows. Cows that should be kept in a dry environment find comfort and space here. The lying area offers enough space for all cows that are milked automatically. The respectively best area is chosen, although control at the PC. Here is the core of the barn concept, the milking robot MI1, and MI stands for Milking Intelligence. The MI1 is a multi-box system, which enables the parallel milking in up to 5 boxes at the same time, depending on the size of the system. The cows access the milking center directly through the segregation paths. If the system recognizes that the cow is ready for milking, it activates the free access to the holding area.
In the milking box, a 3D camera at the robot arm controls the placing of the teat cups. Now the milking process starts with the work steps. Teat cleaning, pre-milking, stimulation, milking and removal of the teat cups. The robot arm in this connection alternately serves two milking boxes. Wie hat sich denn das Melken durch das Melkzentrum verändert? Viel. Wir brauchen nicht so früh aufzustehen jeden Morgen. Um 7 Uhr stehen wir auf. In den alten Situationen war es 6 Uhr, jeden Tag. 7 Tage pro Woche. In dieser Situation ist es 5 Tage pro Woche, stehen wir 7 Uhr auf. Und im Wochenende ist es etwas später. Und unsere Einteilung für den Tag ist auch verändert, weil wir minder Zeit nötig haben für die Kühe, qua Milchenfütterung. Wir führen nur die Kontrolle aus, jeden Morgen und abends. Und wir machen die Liegeboxen sauber, wir streuen die Potstall auf und die Kälber werden gefüttert in den Jungviehstall. Dazwischen haben wir mehr Zeit für andere Arbeit, wie wir gerne machen wollten auf unserem Betrieb. So, das ist das viel verändert. Wir haben mehr Zeit für andere Sachen, auch Freizeit. The Milking Center made by GIA Farm Technologies concentrates all necessary functions and devices on one point. That means before and also after milking, the animals are selected into different areas. Gut, wir haben ja schon draußen gesehen, dass sich die Kühe sehr frei bewegen können. Ja. Wie steuern Sie das? Das mache ich mit dem DP-Menü von C21. Ich mache hier eine Nummer, Nummer 2 zum Beispiel. Hier sehe ich, er sitzt in Gruppe 3. Das bezeigt, dass er dreimal pro Tag beim Robot nachkommt, gemolken wird. Und dann gehe ich nach Details und hier habe ich Merker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen, eins ist eigentlich separieren nach dem Separatieplatz Platz an die andere Seite, zum Beispiel für den KI oder den Tierarzt. Nummer 3 bezeichnet, dass die Kuh allein in den Strohhock kommt, in den Afgalfplatz mag, darf kommen. Was können Sie denn aus dem System ablesen und welche Vorteile hat das? Ich kann hier ablesen, welche Kühe trocknen müssen, welche Kühe trocknen stehen und welche erwartet werden zu kalben. Hier sieht man 122, die Kühe wartet ihr vor Kalbing. Es ist einen vor der ersten Mal, deswegen ist er grün. So, ich gehe dann diese Nummer langs und dann im System checke ich, wie offen sie gemolken werden. Okay. The feeding on this farm takes place automatically through the mix feeder. It mixes the different food mixtures according to groups, high performance animals, heifers or cows needing a dry environment. Depending on the different specifications, the mix feeder moves the pre-programmed zone of the feed array. The whole thing happens on a regular basis, without any hustle and at a low noise level. Among the cows, that much is certain, the mix feeder is a pleasant companion. Here we see the SR1 in action.
The mobile robot cleans the slatted floor automatically and thus ensures maximum hygiene. With speeds up to 4 meters per minute, it is accepted by the cows without any trouble. While inside the barn all basic work has been done automatically, the herd of the Van Sant Brink family was out on the pasture. Now it's again time for milking and feeding. Sie benötigen ja jetzt im Prinzip nur noch ein Drittel der Produktionszeit für die gleiche Menge an Milch. Was machen Sie denn mit der ganzen gewonnenen Freizeit? Ja, es ist wechselnd. Ich habe noch nie viel Freizeit gehabt. Wir haben anderthalb Jahre in die Brauerei gesessen. Es ist seit 4-5 Monaten ist es fertig. Und, aber den Sonntag, brauche ich schon als Freizeit. Ich mache nicht viel. Ich lese gerne. Ich mag was in den Garten. Garten müsste ich noch anpflanzen. Ich gehe bei meinen Kindern zum Sport. Und ich hoffe, wenn es Winter wäre, wenn es was ruhiger wird, rund ums Haus und in den Stall, dann möchte ich gerne Schlittschuh laufen. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Ja, das war es soweit von uns aus den Niederlanden und damit zurück ins Studio. That's it so far from Farm TV. If you have any suggestions or questions to our program, do not hesitate to write us an email at info@gea-farm.com. We'll be back soon here at Farm TV, so stay tuned. Bye-bye.